und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Road to Bro. Es geht weiter mit dem FC Blackpool und euch und mit einer nächsten Vorbereitungsfolge, denn wir stehen am zweiten Spieltag der Football League One. Und ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten beiden Folgen, eigentlich was vergessen zu sagen. Bitte erschreckt mich oder seid sogar begeistert am liebsten davon, wenn in meiner Serie Road to Road zwei verschiedene Thumbnails immer zu sehen sind. Das eine Thumbnail, das kennt ihr schon richtig gut. Das ist das Orangene, das zeigt immer so ein bisschen, das ist der FC Blackpool, also das ist die Vereinsfarben und das ist ein Vorbereitungsvideo. Und dann gibt es dieses Design, das ich neu gemacht habe, das habt ihr am ersten Spieltag schon gesehen. Da geht das, das ist so lila und so ein bisschen glänzend und das ist, zeigt immer, okay, das ist der Spieltag. Das ist einfach so, ich habe mich entschieden, das so zu machen und nicht so eintönig, also immer gleich wie beim HSV. Obwohl beim HSV mache ich es ja auch nicht so, dann wisst ihr auch vom ersten Blick, was ist Pokal, was war Euroleague, was ist normales HSV-Bundesligaspiel. So ähnlich mache ich das hier auch, weil viele Zuschauer oder der Mensch denkt ja in Bildern und der Mensch ist auch ein bisschen faul geworden. Ich will nicht sagen, dass ihr das seid, aber es ist so. Er liest immer erst, wenn ihm etwas mit Bildern gefällt. Und da denke ich mir einfach, dass es einfach schön auch ist für euch und unterhaltsamer, wenn man einfach sieht, wow, cooles Thumbnail, das spricht mich an, dann lese ich mal den Text und gucke mir das Video an. Und in mir selbst spricht es auch mehr an, muss ich sagen. Mir gefallen ehrlich gesagt die orangen Thumbnails nicht so gut. Die lila finde ich richtig gut. Ich würde gerne wissen, ich habe das jetzt mal, wenn ich es nicht vergessen habe, auch in die Infokasten, ins Voting reingepackt. Wie findet ihr eigentlich das Thumbnail oder wie findet ihr beide Thumbnails? Könnt ihr ja mal voten. Und wir gucken jetzt mal Bradford City, die ja schon Maxi und Benny von uns ausgeliehen haben. Die haben jetzt noch einen Spieler geholt. Das passt uns gar nicht, weil am Ende kriegen die keinen Einsatz mehr. Bradford City hat Clint Lehmans, den 19-jährigen Mittelfeldspieler, zentral von PSV Eindhoven für Ablöse im Bereich von 600.000 Euro geholt. Der Bradford City-Trainer freute sich sichtlich, Lehmans einer ganzen Reihe von Clubs unter der Nase weggeschnappt zu haben. Er erhofft sich, dass dieser Cope der ganzen Mannschaft zugutekommt. Der Bradford City Boss sagte, dieser Junge ist ganz nach dem Geschmack unserer Fans. Er wird unserem Verein enorm bereichern und sich nahtlos einfügen. Er ist einfach wie für diese Organisation geschaffen, denn wir haben hier einiges vor. So, Giroud, Inter Mailand, ja, das kann ja interessant werden. Dann Chicharito soll wohl vielleicht gehen von Leverkusen, Newcastle United, FC Southampton, Manchester United, sondern ihn interessiert. Interessant auf jeden Fall. Ja gut, das international interessiert nicht so. Wir wollen Eilmeldung. Ein Sieg in der zweiten Partie für Holm. Ich bin ja vom letzten Spiel noch so geflasht. Ich glaube ja auch. Was war das für eine Sensation, liebe Freunde? 2-1 einen Zweitligisten zu schlagen. Und auch noch, ich bin auch noch so stolz drauf. Nicht nur, weil ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, welche Spieler eingewechselt werden sollen. Nein! Ich bin auf jeden Einzelnen stolz, was die umgesetzt haben. Die individuelle Anweisungen haben, bis auf Seeler, dass er mal nach außen gelaufen ist, sehr gut geklappt. Die Taktik perfekt umgesetzt worden. Es war ein Fighten, es war Leidenschaft zu sehen. Und es war die genialste Verlängerungsphase, die ich jemals in einem FIFA-Spiel bisher, also von der Spannung her, erlebt habe. Sensationell. Und deswegen gibt es ja auch noch einen wunderschönen Text dazu. FC Blackpool hat den Sieg in seinem letzten Spiel des diesjährigen Capital One Cup Wettbewerb mit einem 2-1 für sich entschieden. In einer nervenaufreibenden, definitiv, Partie in der die Sieger größtenteils als schwächere Mannschaft erschienen, schaffen sie es dennoch, sich gegen ein offensichtlich demoralisiertes Charlton Athletic Team durchzusetzen, das sich dieses Jahr große Hoffnung gemacht hatte. Haha! Die meisten Schlagzeilen vor diesem Spiel galten dem möglichen Debüt des neuen Spielers Christian Ceballos. Oder Ceballos oder so. Muss ich auch sagen, der ist wirklich, also das 2-1 hat er vorbereitet, der ist mir auch wirklich positiv aufgefallen. Und tatsächlich wurden die Charlton Athletic-Fans nicht enttäuscht und durften die Premiere des Neuzugangs bejubeln. Ich wusste, dass ich dem Gegner mit seiner Einwechslung Probleme bereiten würde, bemerkte Trainer von Charlton Athletic, spitzbübig, und fügte hinzu, es sollte eine Überraschung werden, insbesondere für die Fans. Deshalb habe ich ihn eingewechselt. Ja, es war überraschend, muss ich schon sagen. Ahmed Kashi gab im heutigen Spiel zur Begeisterung der Anhängerschaft auf den Tribünen sein Debüt. Weitere Debütanten im letzten Spiel Patrick Bauer. Oder Patrick Bell.
Nein. Eine wirkliche äußerst starke und disziplinierte Leistung seines neuen Teams und vorbildlich für alle noch kommenden Spiele in dieser Saison. Sollte es der Mannschaft gelingen, auch in nächster Zeit so souverän aufzutreten, ist der Vormarsch von FC Blackpool in der Ligatabelle sicher nicht mehr aufzuhalten. Noch ist nichts gewonnen, sagte ein vorsichtiger Holm. Wir müssen dafür sorgen, dass uns diese Elan auch erhalten bleibt. So eine Spielzeit ist ein echter Marathon. Der Sieg im ersten Spiel des neuen FC Blackpool-Trainers Holm hat bei den wenigen erfolgsverhöhten Fans des Vereins neue Hoffnung geweckt. Die Fans waren nicht nur begeistert von Ergebnis, sondern auch von der attraktiven Spielweise, zu der der neue Mann ihre Mannschaft verholfen hat. Das Feedback der Fans auf dieses erste Spiel war einfach überwältigend, sagte Holm. Trotzdem sollte man jetzt nicht zu sehr abheben. So eine Fußballsaison ist schließlich eine langwierige Angelegenheit und besonders in England ist sie extrem lange. Muss aber sagen, das war schon ziemlich genial. Was haben wir hier? Fans in Vorfreude auf Nachschlag von Holm. Es sieht so aus, als würde uns ein interessantes Pokalspiel erwarten. Okay, das ist ein bisschen alt, deswegen lesen wir es jetzt nicht. Sonst hätte ich es noch gelesen. Juve möchte Alaba haben. Okay, das passt schon. Ich würde sagen, wir klicken mal erstmal eine Runde weiter hier. Und kommen nicht zum ersten Training, weil es so englische Woche gibt. So, Milcharek. Warum geht das jetzt hier auf? Das ist doch alles alt. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Und wir können ja mal ganz kurz nochmal hier gleich reingucken in diese Tabelle. Wir gehen noch ein bisschen... Was, ach, wisst ihr was? Mal wieder die Maus. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch habt. Es nervt einfach. Weil der dann nicht immer zuhört hier, was ich will. So. Das ist der einzige Nachteil in England. Es gibt nicht so viele Trainingsmöglichkeiten, weil die haben sehr viele englische Wochen, denn da kommt ja auch der Begriff halt auch her, ne? So, wir haben eine E-Mail und es ist, ja, wir verabschieden damit Fernie. Er ist jetzt offiziell kein Seasider mehr, auch in der Zukunft nicht mehr, weil es ist auch keine Laie. Er ist richtig verkauft worden zum FC Bayern München. Das war sein Wunsch. Wir packen ihn jetzt auf die Wunschliste und haben 500.000 auf Transfersbudget dazu bekommen, beziehungsweise 600.000. Das ist viel Geld für FC Blackpool. Und wir packen ihn jetzt und gucken gleich mal. Ich bin gespannt, ob die Bayern einsetzen. Ich hoffe, dass man irgendwie Daten abrufen kann oder das ein bisschen verfolgen kann. Wird man leider schwer können. Das wäre schon richtig nice, wenn wir das ein bisschen könnten. Und das will ich nämlich mit allen Spielern machen, die irgendwann offiziell komplett weg sind. Leider, finde ich, sind da die Stats noch, könnte man wirklich noch in FIFA ein bisschen besser ausreifen, meiner Meinung nach. Da muss man wirklich mal Gas geben. Auf meine Wunschliste setzen und dann können wir mal beobachten, was mit ihm so passiert. Ob er noch weiter wandert, ob Bayern ihn wieder neu ausleiht oder sonst irgendwas. Ich bin mal gespannt, ob man da in Zukunft noch einiges von ihm hört. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf das Spiel von gegen Port Vallée, aber wir gucken gemeinsam nochmal kurz hinein in diese wunderbare Tabelle. Und ich habe es in der letzten Folge während des Live-Spiels des Pokals nochmal gesagt und ich sage es jetzt nochmal. Ich erwarte gar nichts in dieser Saison, aber wenn wir so spielen wie zurzeit, wünsche ich mir natürlich ganz offen, jetzt als Deko, nicht als Trainer oder sonst irgendwas oder Realist, sondern als Deko, wünsche ich mir schon, dass wir durch diese dritte Liga durchrennen. Am liebsten fast schon auch in der zweiten Liga, weil mein großer Traum ist es eben mit euch, die großen Top-Vereine, Chelsea, Liverpool, Manchester United, die selbst nur immer bei HSV-Karriere, weil ich ja privat selbst auch kaum spiele, nur auch da erlebe und die einfach auch mal erleben will und sie fertig machen will. Ich will Chelsea wegpusten, ich will Liverpool wegpusten. Vielleicht schaffen wir das nicht, aber trotzdem, das ist mein großer Traum als Deko. Und auch wenn das teilweise nicht immer spannend ist, wenn man in der Liga durchrennt, ich wünsche mir es irgendwie fast schon in der dritten Liga. Und ich glaube, in euren Augen, bei der dritten Liga seht ihr das auch so. Ich glaube, dann aber wollt ihr auch ein bisschen Spannung. Und ich meine, bisher war es ja schon richtig abenteuerlich und hat Spaß gemacht. Wir sehen... FC Blackpool 5-2 das erste Spiel gewonnen. Da werden wir auch hier wieder ein paar Sachen ändern und gucken, was wir machen. Es sollen alle Spieler die Möglichkeiten geben. Es gibt zwei Spieler oder so, die ich sehr schätze, die ich mal wieder gerne einsetzen möchte. Dann Bradford City auf Platz 2, die ja leider noch nicht Maxi und Benny eingesetzt haben. Finde ich ein bisschen schade. Ich empfehle es nur Bradford. Ich denke, die werden denen nämlich noch richtig helfen, da oben zu bleiben. Dann Burton Albion auf Platz 3, FC Barnsley auf 4. Dann haben wir Fleetwood Town auf 5. Dann Coventry City auf 6. Und wie gesagt, 3 bis 6 müssen eine Playoff spielen. Ich habe nämlich noch ein bisschen nochmal schlau gemacht da. Und
Das könnte schon sehr interessant sein. Platz 6 habe ich ja angepeilt. Wir gucken, Port Malais hat das erste Spiel 1-2 verloren, ist hier auf Platz 19. Damit können wir ganz gut leben, dass wir die jetzt einfach in der nächsten Folge schlagen. Aber es gibt noch nicht Ende dieser Folge, keine Sorge. Sondern wir machen ja jetzt hier eine neue Aufstellung. Ich gehe wieder mit zwei Stürmern rein diesmal. Und überlege noch, wie ich spiele, ehrlich gesagt. Spiele ich wieder mit einem normalen 4-4-2 Raute oder spiele ich mal mit das andere? Ich habe ja gesagt, ich will mal ein bisschen mehr Sachen in dieser Serie ausprobieren, weil es ja jetzt schon diese Vorbereitungsvideos gibt. Sowas ist auch ganz nett, aber es ist halt nur ein Stürmer. Zu offensiv will ich dann auch nicht sein. Ist mir zu defensiv. Ist mir alles zu defensiv. Ist mir alles zu defensiv, ist mir alles zu defensiv. Ich glaube, ich spiele wieder mit dem ganz normalen 4-4-2, wenn ich es jetzt finde. Offensiv gibt es auch. Und nee, ich spiele wieder mit dem 4-4-2 Raut, obwohl ich lieber mit zwei Sechsern spielen würde. Obwohl gegen die geht das schon. Ich werde mich ja immer so ein bisschen anpassen zu den Gegnern. Und wenn die Saison ein bisschen breiter ist, also länger gelaufen ist, dann werden wir gegen wichtige Spiele, also ganz große Gegner, werde ich natürlich auch dann mal auch den Gegner uns anschauen. Gibt es ja so Möglichkeiten, die Spieler, welche Spieler da spielen. Da können wir ein bisschen uns mal reinfuchsen. Natürlich ist es dann noch nicht so spannend. Ich glaube, wenn wir in der Premier League sind, wird es ein bisschen spannender, weil wir die ganzen Spieler auch ein bisschen besser kennen. So, wir gucken mal, was wir machen. Und zwar, ich werde heute, weil sie nun mal die Nummer 1 zurzeit ist, auch in der Torjägerliste, werde ich die Metke wieder spielen lassen. Ich habe gesagt, Paar werde ich natürlich spielen lassen. Auf der Bank wird Stoll bleiben und Pascal darf spielen. Wie gesagt, manche kommen halt zum Vorschein und werden aufgeblüht. Und ich würde gerne auch, die Metkes kann auch OM, die Metkes mal einfach mal die Chance geben, einfach sich nach vorne zu arbeiten. Hatte jetzt auch, ehrlich gesagt, hat die den Einsatz in der offiziellen Serie? Nur im inoffiziellen Spiel, ne? Wo ich nochmal canceln musste, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also wäre es schon ganz fair. Dann habe ich ja gesagt, und das mache ich heute auch, Becker kriegt eine Pause und Adams darf spielen. Und Nagar darf auch spielen heute. Man muss nur den Überblick verschaffen, wo ein Adams nun mal ist. So, ich weiß auch gar nicht, Rupp hat, glaube ich, auch noch nicht so viel gespielt. So, Nagar, da ist er. Der darf heute spielen. Und Ritter ist schon wieder fit, deswegen darf er weiterbleiben. Warte mal, wir haben ja auch so Spieler wie Schille, die mal LM könnten. Nee, Schille kann nicht LM. So, und heute wird Benjamin ist klasse drauf, aber heute darf Polly sich beweisen. Und demnächst darf sie auch wieder Schloss beweisen. Also da bin ich ganz offen. Obwohl Benjamin für mich zurzeit auch wegen der Form wäre es eigentlich fair, ihn spielen zu lassen. Aber es ist jetzt nicht so ein schwerer Gegner. Ich gehe mal von aus, es ist kein schwerer Gegner. Und deswegen lasse ich ihn da mal, ja, wie gesagt, nicht, also nehme ihn nicht mit. Das wäre mein korrekter Satz. So, Van Ehren und so waren nicht schlecht. In Verteidigung haben wir den Vorteil, dass wir nicht so viele Spieler haben, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal gucken, dass wir mal, jetzt lassen wir mal den Knauer spielen und der Bliemeister kommt auf die Bank, dass wir die Form von denen so ein bisschen hochkriegen, auch wenn ich Meißen sehr gerne auf der Bank hätte. So, Luca ist wieder müde. Wir haben ja nicht nur Luca und Tupimon, wir müssen auf dem LV noch andere Spieler haben eigentlich. Müssen wir mal überlegen. Hopf haben wir ja auch noch, den darf ich nicht vergessen. Den Hopfi. Den darf ich echt nicht vergessen. So, Becker ist für mich eigentlich auch gewinnen. Also ich hätte eigentlich, muss ganz offen zugeben, fast schon eine Stammmannschaft. Aber weil ich ja versprochen habe, immer zu viel routinieren, also Rotation stattfinden zu lassen, mache ich sie halt nicht immer drauf. Sonst ich hätte schon mit Becker, mit Benjamin erstmal, mit Grittmann und Schaft, nicht Schaft, sondern mit Ritter und Jan, mit Mettke und Stoll und so. Da hätte ich schon fast ein gefundenes Stammelf. Aber ich sage das jetzt nur, dass diese Spieler einfach wissen, die Zuschauer, okay, er meint mich, das ist ja cool, dass sie einfach das verstehen, dass ich halt versuche, alle spielen zu lassen. Muss ich ganz offen sagen, dass ihr das mir einfach nicht übel nehmt, ne? So,
Ich suche eigentlich Spieler für die linke Seite und nicht hier so viel dumm rumlabern, ganz ehrlich. So Creek müsste eigentlich auch mal wieder spielen dürfen. Aber ich gucke jetzt mal, was auf der linken Seite. Ich versuche gerade rauszufinden, wer noch links spielen kann. Der Bliemeister. Ach, wenn er jetzt fitter wäre, hätte ich ihn halt spielen lassen. Ich glaube, ich nehme jetzt halt wieder. Warte mal, die ganzen LMs, die können doch auch hier. LV fällt mir gerade so ein. So Semir kann er nicht auch LV? Nee, der ist der Offensivmann. Und dann haben wir noch. Guck mal, Milojevic kann LV spielen. Lass mal den doch mal da ausprobieren, wie der so da rockt die Bude. So, Adams, Nagar, Ritter, Schaft ist noch da vorne falsch und Gottig ist auch noch da falsch. Auf der linken Seite, ich lass mal nochmal Schaft spielen, dass er dann auch glücklich ist, weil er hatte bisher nicht so viele Einsätze. Und im OM, gucken wir mal, lass mal vielleicht mal was ganz anderes wieder spielen. Grittmann natürlich jetzt eigentlich auch verdient, aber ich lass mal andere spielen. Und da lass ich mal den Meier spielen. So, Grittmann kommt hier rein, auch wenn Winter klasse war. Grittmann kommt jetzt hier für Winter noch auf die Bank. So. So, Schille. Nehme ich mal einen anderen für ihn mit. Dann nehme ich mal, für Schille nehme ich mal den Creek mit. So, da haben wir das alles mal. Ich nehme mal den Hansen noch mit für, auch wenn es Jan verdient hätte, auf der Bank zu bleiben, aber weil dann kriegt er eine kleine Atempause. Ist auch nie falsch. Und dann gucken wir mal, wer wird denn diesmal Kapitän? Und ich würde sagen, er hat sich's einfach verdient. Ritter wird heute Kapitän. Und wir gucken die Anweisungen. Was machen wir mit den Anweisungen? Ich glaube, dass wir da teilweise gar nichts groß ändern werden, weil bisher läuft das ganz gut. Meier bleibt vorne, darf sich frei bewegen. Ritter bleibt bitte hinten. Passwege zustellen, da kann er energisch und hinten bleiben. Die müssen bitte wieder nach vorne mit. Die auch mit nach vorne. Die dürfen sich so bewegen, wie sie wollen. Und Mettke soll bitte Abwehr überlaufen. Genau. Und energisches Abfangen. Und soll Abwehrkette unter Druck setzen. Pascal soll auch die Abwehrkette unter Druck setzen. Sie sich der darf neutral hier überall bleiben. So, dann war es das hiermit. Speichern wir mal. Und ich habe noch gerade gesehen, ich will noch mal ganz kurz gucken, weil der Transfermarkt schließt ja bald. Und ich wollte noch mal gucken, wen ich jetzt eigentlich noch auf der Leihliste habe. So, zu verleihen Rami Schmidt, Hansen, Bart. Ja, gucken wir mal. Gibt es noch einen, wo ich jetzt sage, okay, es meldet sich keiner freiwillig. Leihe ich den noch eine Kurzleihe mäßig aus? Muss ich mir mal überlegen. Ob hier der Siebert oder so. Ich weiß nicht, ob du da am Start bist. Oder Adams lassen wir jetzt ja gerade mal testen. Es sind ja halt zu viele RVs. Das ist wirklich blöd. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Siebert und mache mal eine Kurzleihe. So. Beim Rob weiß ich jetzt auch noch nicht so. Und beim Adams, den testen wir jetzt gerade noch. In der Abwehr sind dann auch viele. Da müssen wir nochmal überlegen. Torwart, das lassen wir alles so. Ein Stürmer noch auszuleihen wäre auch nicht schlecht, aber ich werde jetzt hier keinen freiwillig ausleihen, da müsst ihr selber schreiben, ehrlich gesagt, da traue ich mich nicht, weil da weiß ich, dass fast alle, bis auf Maxi, weiß ich, dass fast alle bei mir alle Videos gucken und da fällt es mir dann doch schwer, euch dann einfach da ohne zu fragen rauszukicken. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ich auf die Kurzleihe gepackt habe, ihr das nicht tut, aber ich kenne halt manche Namen, die ich schon eingeprägt habe. So, erstmal das zu. Das war's mit dieser Folge. Nächste Folge geht's dann los. Zweites Ligaspiel. Und denkt bitte dran, die nächsten drei Spieltage, also der zweite Spieltag, dritte Spieltag und der vierte Spieltag, oder den vierten Spieltag weiß ich schon gar nicht mehr, die nehme ich alle an einem Tag auf. Also nicht wundern, wenn ich da nicht auf Kommentare reagiere. Es geht einfach nicht anders. Ich weiß nicht, ob der vierte Spieltag noch dazugehört. Das gucke ich dann, wenn ich die anderen fertig habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst einen Daumen da. Bis dahin.